Aufrecht steht sie auf der Startrampe Launch Complex 39A des Weltraumbahnhofs Cape Canaveral in Florida. Die SpaceX-Trägerrakete Falcon 9. Ihr Ziel? Die internationale Raumstation ISS, die in etwa 400 Kilometern Höhe um den Erdball kreist. Doch wer denkt, die Rakete flöge einfach aufwärts in gerader Linie auf dem kürzesten Weg, der liegt falsch. Die beiden Astronauten Robert Behnken und Doug Hurley werden auf ihrer Weltraumreise dicht an dicht in der Dragon Crew Kapsel an der Spitze der Rakete sitzen. Circa 9 Minuten nach dem Start wird die erste Stufe der Trägerrakete abgetrennt, 3 Minuten später die zweite. Die Crew-Kapsel ist jetzt ohne Beschleunigung, Schwerelosigkeit setzt ein. Beziehungsweise physikalisch korrekt ausgedrückt, der freie Fall rund um die Erde. Die Kapsel kreist in einer niedrigen Umlaufbahn. Doch wie geht es jetzt ohne aktive Beschleunigung höher zur ISS? Das Ganze ist wie Treppensteigen. Bei jeder halben Umdrehung um die Erde wird eine Zündung vorgenommen, die kontinuierlich Treppenstufe für Treppenstufe die Umlaufbahn der Kapsel vergrößert. Der Kurs wird so lange korrigiert, bis das perfekte Timing für die letzte Zündung auf dem Weg zur ISS erreicht ist. Die Kapsel schießt die letzte Treppenstufe hoch und fliegt nun in 400 Kilometern Höhe genau vor der Bahn der ISS. Jetzt wird es knifflig. Mit 27.000 Kilometern pro Stunde wird die Hightech-Kapsel je nach Lage völlig autonom oder aber per Hand an die Andockstelle steuern. Wenn alles gut geht, erreichen die US-Astronauten die ISS rund 19 Stunden nach dem Start in Florida.